Wie eine Eigentumswohnung halt unterhalb der Erde, ohne Fenster. Hört sich ein bisschen blöd an, aber so ist es mal dann. Also die Kunden, die wir zurzeit haben, die haben selbst eine Bibliothek drin und teilweise auch ein kleines, sag schon, Aquarium, wo die ihre Fische drin haben. Oder wir haben selbst mittlerweile Hundetoiletten im Angebot, weil sie ihre Liebsten auch die Hunde mit runterbringen wollen. Das ist relativ breit gefächert. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen, die unsere Mandanten, unsere Zuschauer, Zuhörer interessieren. Und heute mal ein ganz anderes Thema, aber eben auch, weil das Interesse von sehr vielen unserer Zuschauer und Zuhörer und Mandanten generell, muss man sagen, im deutschsprachigen Raum da auch enorm gewachsen ist. Fange ich mal so an. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gesehen. Wir selber sind ja auch viel im YouTube unterwegs. Und das war ein YouTube, das ist 34, hatte 34 Millionen Zugriffe. Das war ein Mann, der an seinem Hintergrund einen Bunker im Garten gebaut hat. Und es ist eins der Top-Videos in YouTube in den letzten Monaten. Und man sieht einfach, dass das Thema Bunkerbau, privater Bunkerbau auch durchaus, und darum geht es nämlich heute, enorm an Interesse gewonnen hat. Ich selber habe ja mal 7 Jahre in der Schweiz gewohnt und da ist es irgendwie so was ganz Natürliches für die Leute. Also, wobei für mich war es schon ein Schock, dass wir uns so Wohnungen angeguckt haben und überall gab es da die Bunker oder Schutzräume in jedem Keller. Und auch überall, wenn man so durch die Schweiz geht, sieht man halt auch überall die kommunalen Schutzräume. Ne? Also es wird auch gepflegt, da gibt es Test- und Proberäume jedes Jahr. In Deutschland sah es bisher, muss man sagen, völlig anders aus. Also in Deutschland habe ich mir sagen lassen, gab es mal über 2000 Schutzräume auch. Und heute sind es wohl noch so an die 600 höchstens, die so möglicherweise in Bereitschaft sind. Aber seit dem Ukraine-Krieg hat das Thema in Deutschland enorm an Interesse gewonnen. Also sowohl Bunker als auch private Schutzräume. Und wie gesagt, eben seitens der Kommunen als auch seitens der privaten Bürger. Und deswegen freuen wir uns so, heute mal einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet bei uns zu Gast zu haben. Lieber Herr Mario Pide, stellen Sie sich doch selbst mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor. Ja, schönen Tag. Piero Mario, mein Name, komme von der Firma Besisde aus Berlin. Ja, in dem Beruf bin ich selber jetzt 38 Jahre tätig im Bereich, ich sag mal, Schutzräume und Bunker. Für uns Tagesgeschäft, also für uns nichts Besonderes. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ja, aber war doch schon mal klasse, war doch schon mal ein klasse Einstieg. Jetzt zu dem, was ich am Anfang so gesagt habe. Also die Situation, jetzt mal in die Schweiz, in Deutschland, Vergleich mit der Awareness und vor allem auch dieser enorme Zuspruch jetzt in den letzten Monaten, können Sie das bestätigen? Also wir selber können das natürlich bestätigen, seit der, ich sag mal, Ukraine-Krieg begonnen hat, ist die Zahl der Nachfragen natürlich stark gestiegen. Ist relativ logisch. Also die Leute waren gerade in den ersten Wochen sehr, sehr aufgeregt. Das war quasi bei uns selbst im Büro wie so ein Kummertelefon. Notfallseelsorge könnte man fast meinen. Also der Ansturm war natürlich enorm. Also wir haben ja wirklich teilweise zu 10, 18, das noch um 3 noch Mails geschrieben, telefoniert. Also die Leute waren komplett aufgelöst. Man konnte sich halt nicht mehr vorstellen, dass wir in Europa, ich sag mal, einen konventionellen Krieg führen. Das war quasi aus den Köpfen. Wobei die Nachfrage schon, muss man wirklich sagen, auch schon 2014 extrem zugenommen hat, seitdem, ich sag mal, schon die Krim besetzt wurde. Also nicht nur ab dem Tag jetzt, vor circa, ich sag mal, 2 Jahren, am 24. Februar, jährt sich ja der 2-jährige Tag. Das hat schon 2014, sag mal, stark zugenommen. Also Bewusstsein in der Bevölkerung in Deutschland ist schon zum Teil da. Nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Man braucht leider Gottes in unserem Land muss immer erst was passieren, bevor man sich darum wirklich kümmert, sich mit auseinandersetzt. Das war immer noch so ein Thema, ja, was viele auch so ein bisschen belächelt haben. Mein Gott, wir sind jetzt alle friedensbesoffen, wird nie mehr Krieg in Europa geben. Was für ein Quatsch, wir brauchen Bunker. Selbst in unseren Gesprächen war das immer so zweigeteilt. Was machen Sie, Schutzräume, Bunker? Aha, so ungefähr 50% fandet sehr, sehr stark interessante Thema, hat man nicht jeden Tag mit Berührung. Und die anderen 50% meinten, da braucht man das heute wieder. Also das ist schon sehr, sehr verschärft sozusagen. Aber nochmal zurückkommen zum Thema, extrem angestiegen. Sagen wir, innerhalb der ersten Wochen hat sich dann irgendwann auch wieder abgeflacht. Der Mensch gewöhnt sich leider nicht schlecht relativ schnell. Ist wie auf normales Level wie auch vor dem Krieg. Es hat sich jetzt nicht viel weiter großsätze geändert. Die Leute sind bewusster geworden und manche entscheiden sich eher dafür zu sagen, wir kümmern uns um Schutzraum, statt eben Pool zu bauen.
gehen wir ja in Richtung, ich sag mal, Schutzraum. Interessant. Und was sind denn jetzt so die typischen Kunden? Also wenn wir es mal jetzt trennen in kommunale Kunden und in private Kunden. Also sind das so eher nur die im privaten Bereich Millionäre, die sich dann vielleicht auch, ich sage es mal humorvoll, auch noch einen kleinen Minigolfplatz in den Bunker bauen lassen? Oder also wo beginnt das jetzt einfach so? Was ist jetzt dann der normale, typische Kunde, der bei Ihnen nachfragt? Ja, die Meinung ist weit verbreitet, nur Millionäre können sich einen Schutzraum leisten. Das ist völliger Quatsch. Wenn wir von unseren Kunden mal wirklich im Durchschnitt ausgehen, sind das normale Bürger wie Sie und ich, sag mal so wie das ist. Das sind Leute, die arbeiten in einer Automobilwerkstatt, das sind Leute, die in einer Bäckerei arbeiten. Fakt ist eins natürlich, Leute, die Eigentum besitzen, ist klar, du kannst es kaum mit einem Miethaus irgendwo einbauen lassen, ist klar, aber alle, die, ich sag mal, ein Einfamilienhaus haben, ob vom Oma, von Opa oder selbst gebaut haben, die denken natürlich wirklich über einen Schutzraum nach und da ist die Bandbreite wirklich von bis. Was wir, sag mal, so im letzten Jahr gemerkt haben, dass eben die Qualität nochmal zunimmt von den Geldern, die dafür ausgegeben werden. Das muss man schon wirklich sagen, das sind dann eben die klassischen Unternehmer, die eben auch mehr oftmals im Portemonnaie haben und sagen, ich kann mir auch einen Schutzraum für 1 Million bauen. Umso mehr Fläche, umso mehr kann man natürlich lagern, kann man länger auch drin aushalten. Aber so der klassische Durchschnitt sind normale Leute, die normal arbeiten gehen, also nicht irgendwie abgehoben, wie immer alle denken, überhaupt nicht der Fall. Wir haben sehr viele Leute, die draußen auf dem Land leben. Hauptkundschaft sind Leute wirklich auf dem sogenannten platten Land. In der Stadt hast du natürlich relativ viele Eigentumswohnungen, die beziehen dann andere Sachen wie spezielle Türen für den Einbruch und so weiter und Panikräume. Das sind ganz andere Dimensionen. Aber reine Bunkeranlagen sozusagen als Hausschutzraum ist hauptsächlich in ländlichen Gebieten. Und da hast du eben alle bei Handwerker wirklich nochmal wiederholt, querbeet durch die Gesellschaft. Gibt nicht die super Reichen und nur die super Armen. Nee, nee, ist wirklich die wirklich die Mitte macht das. Wenn man jetzt ein Haus baut als Beispiel, wir haben jetzt eine Baugenehmigung, im Jahr werden in Deutschland zum Beispiel 70.000 Keller gebaut, mal so eine Zahl genannt, sind davon immer irgendwie 5 bis 10% bei, die überlegen, sich einen Schutzraum nicht mit einbauen zu lassen. Daran sieht man das ja. Normale Häuslebauer, der sagt, okay, wir bauen uns jetzt ein Haus mit einem Keller. Die wollen in der Regel gleich einen Schutzraum mit integriert haben, weil er dann natürlich auch nicht so teuer ist, als wenn man es nachträglich, ich sag mal, nachrüstet. Und da fängt das irgendwie bei 30.000, 40.000 Euro an. Sicherlich eine Menge Geld. Aber eine Gesamtfinanzierung ist das natürlich relativ dann unproblematisch umzusetzen, wenn man die über Jahrzehnte abzahlen kann, als wenn man mit einmal diese Summe ausgeben muss. Das macht Sinn, weil Sie das gerade gesagt haben, das Wort Bauordnung, Baurecht, so als Stichwort, würde ich Ihnen gerne einfach mal so vor die Füße werfen. Also in Deutschland wird ja alles reglementiert, während ja in der Schweiz das im Baurecht mehr oder weniger so ist, dass Sie das Haus überhaupt nicht bauen dürfen, Richtig, wenn richtig, Sie ja. sozusagen keinen Schutzraum damit eingeplant haben. Dann sagen, nee, das Haus, das genehmigen wir jetzt nicht, das kann nicht gebaut werden, da fehlt ja der Schutzraum. Ist in Deutschland vielleicht eher so, kommt es manchmal vor, dass Sie irgendwas bauen möchten oder ein Mandant von Ihnen, ein Kunde, was bauen will und das funktioniert nicht? Na, da muss man weit ausholen. Also es gibt ja nicht nur den meistens im Bunker eine Vorstellung, ein Riesending, dicke Wände, dicke Decken und so weiter. Es gibt ja verschiedene Typen, sag mal, von Schutzräumen, Bunkeranlagen. Ne? Warte mal so, das kann man nicht so pauschal sagen. Also wenn wir jetzt einen Neubauantrag stellen, wir bauen ein Familienhaus oder Mehrfamilienhaus mit einem Keller, hast du ja mit der Baugenehmigung dabei, du hast die Fläche eine dicke Wand, unten kommt die Tür verbaut, interessiert niemanden. Wenn wir jetzt aber sagen, wir bauen jetzt zum Beispiel einen separaten Schutzraum im Vorgarten, hinterm Haus, wenn nicht anders möglich wäre, weil wir in dem Haus zum Beispiel keinen Keller haben und der Kunde sagt, Mensch, ich möchte sowas unter der Garage haben als Beispiel oder frei hinterm Haus unter der Terrasse oder vorne im Vorgarten, dann brauchst du natürlich eine Baugenehmigung. Das heißt ganz normal, du machst als allererstes ein Baugrundgutachten, um erstmal zu gucken, wie sieht überhaupt der Baugrund aus, damit fängt es an. Daraufhin bezieht sich auch die Statik, die wird daraufhin ausgelegt. Dann wird erst ermittelt, okay, wie dick müssen die Wände sein, drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser und so die Grundvoraussetzung. Da brauchst du natürlich eine Baugenehmigung und natürlich auch eine Statik, wenn man sich das vorstellt. Du erkennst natürlich nicht, wenn man das einrechnet in der Baugenehmigung, ist es denn, ich sage mal, so ein sogenannter Schutzraum. Da steht eben Keller drin. Also da schreibt man nicht hin Schutzraum oder Bunker. Warum? In dem Moment, wo, ich sage mal, beim Bauamt, ich sage mal, diese Sachen hinterlegt sind, offizieller Schutzraum, ist es so ein öffentlicher Schutzraum, was die wenigsten wissen. Das heißt also, ich möchte das Projekt für mich als Familie bauen. Hab aber hinterher ein Problem, weil alle Welt ja Welt weiß, ich habe einen Schutzraum. Wenn man im Fall der Fälle eintritt, ist es ein öffentlicher Schutzraum. Dann kann der Nachbar genauso Eintritt fordern wie alle in der Straße, wie auch immer. Das wissen natürlich wenige. Wir sagen unseren Kunden, das reicht nochmal einen Keller ein, fertig aus und gut ist es. Dann werden eben die Komponenten dann verbaut, die eben Bedarf für einen Schutzraum und mehr kann man dazu auch nicht sagen. Aber es gibt auch verschiedene Bereiche in verschiedenen Bundesländern. Ich sag mal, Baurecht in Bayern ist anders als in Berlin-Brandenburg bei uns oder meinetwegen in Rheinland-Pfalz.
Wir haben Kunden zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, relativ viele mittlerweile gehabt, die unter einer bestimmten Gesamtkubikmeterzahl Rauminhalt bleiben, um hier genehmigungsfrei zu bleiben. Die meldet quasi nur an. Das bedeutet, die bleiben unter bestimmter Kubikmeterzahl Rauminhalt plus Treppenturm plus Notausstieg. Das reicht man bloß kurz ein, meldet das an, gräbt quasi ein Loch sozusagen und baut eben zum Beispiel einen Stahlbunker ein, wo innerhalb von ein, zwei, drei Tagen alles erledigt ist. Also Loch ausgraben, einsetzen, zumachen, fertig. Und haben wir relativ viel verbaut mittlerweile in Rheinland-Pfalz, weil es dort das Baurecht hergibt. Also in Bayern ist es schon wieder schwieriger, da ist es schon wieder strenger geregelt. In Brandenburg zum Beispiel haben wir großzügige Regeln, zum Beispiel selbst auf der Grenze bauen, wo ich jedes Mal staune, dass wir genehmigungsfrei an der Grenze bauen dürfen, 9x9 Meter als Doppelgarage, wo es immer Konflikte mit den Nachbarn gibt, genehmigungsfrei auf der Grenze. Also das ist wirklich Auslegungssache. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu Kellern, die schon Bestand sind, wir haben ja noch Gebäude, Millionen Gebäude, die zum Beispiel gemauerte Keller haben. Die sind einfach mal da. Die kannst du ja trotzdem zum Schutzraum umbauen. Da müsstest du ihm lediglich, wenn man groß statisch eingreifen würde, müsstest du eben vom Statiker eine Genehmigung holen, um zu sagen, okay, wir verändern hier viel. Aber selbst das ist kaum vonnöten, weil da nachträglich in der Regel nur Wände noch nachträglich eingezogen werden, zusätzlich, dann werden die Türen verbaut, die Explosionsschutzventile und so weiter. Also ein breites Gebiet, das kann man so pauschal innerhalb von Minute ja nicht beantworten. Sie sehen, das geht von bis. Oder wenn man nur einen Teilausbau macht und, und. Also da könnten wir Naja, noch Stunden sitzen. ich sehe schon, Sie kommen ins Schwärmen. Aber Ja, jetzt ein noch mal eine bisschen andere Spaß Frage. ist mein Job. Jetzt kam mir noch so eine Frage. Wovor, Sie hatten vorhin schon ein paar Sachen erwähnt oder ich auch in meiner Einleitung. Aber ist es jetzt so, dass die typischen Kunden jetzt Angst vom Atomkrieg haben oder wie Sie vorhin gesagt haben, der Russe steht vor der Tür, so nach dem Motto? Oder, also, was ist denn jetzt eigentlich das, was die Menschen treibt? Ist es nur ein Dritter Weltkrieg zum Beispiel, wie auch immer, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit, mit einer eigentlich eher geringen Wahrscheinlichkeit vielleicht, aber eben doch mit einer Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein könnte? Oder was ist es jetzt wirklich, wovor die Menschen sich schützen wollen? Also die wirkliche, ich sag mal, Angst davor ist breit gefächert. Ist nicht nur der Dritte Weltkrieg. Also es ist vielfach so, dass Leute sagen, sie bauen sich einen Hausschutzraum, weil sie Angst haben vor einem Blackout. Kann jeden Tag vor der Tür stehen, das heißt, ein großflächiger Stromausfall. Wenn ja 3, 4, 5 Tage, ich sag mal, niemand mehr die Polizei rufen kann und niemand mehr kommt, Feuerwehr, wie auch immer, ist natürlich Panik angesagt. Da haben eben viele Leute Angst auch davor, dass das mal eintreten kann, aufgrund der Digitalisierung und das Netz ist immer angreifbarer, wird immer mehr auch überlastet und. Die Gefahr steht am Tag mehrmals. Also nehmen wir mal ein Beispiel: Die Bundesnetzagentur musste im letzten Jahr fast dreimal am Tag das Netz stabilisieren. Also war mal knapp davor, 900 Mal im Jahr sozusagen, dass es zum Blackout kam. Das möchte niemand erleben. Wenn der Fall eintritt, hat man natürlich einen Schutzraum für sich zum Beispiel entworfen, entwickelt, wo man seine Nahrungsvorräte drin hat, sein Wasser drin hat und sich zur Not schützen kann vor, ich sag mal, Leuten, die draußen auf den Straßen dann vielleicht plündern, unterwegs wären. Das ist eine berechtigte Angst. Dann eben große Themas Kriminalität, ganz klar. Und man macht das heutzutage so bei vielen, die sagen, wenn ich mir einen Hausschutzraum baue, dann deckt der viele Sachen ab. Also nicht nur den sogenannten Krieg, da komme ich am Ende zu, ob konventionell oder atomar, sondern wirklich erstmal die breite Angst vor wirklich Kriminalität, um Sachen wegzuschließen, die Familie sozusagen Sicherheit zu bringen, aber auch ein großes Thema ist mittlerweile auch Migration, weil niemand weiß, wie viele, ich sag mal, wirklich Millionen Menschen noch, ich sag mal, nach Europa flüchten werden, egal aus welchen Ländern der Welt. Es ist zunehmender Druck in der Gesellschaft. Diese Angst spürt man auch. Zum Krieg jetzt zu kommen, ja, klar, viele sagen, kann ich mich vom Dritten Weltkrieg schützen, atomar. Also der sogenannte Hausschutzraum in der Bauordnung und Baurecht bedeutet eigentlich immer, der ist atomar sozusagen sicher. Der hat eben ich sag mal, starke Grundprinzipien von der Wanddecke, Deckendecke plus Filtertechnik. Das ist mal wie so ein Basic-Element. Das sind aber die wenigsten. Viele sagen, okay, wenn ich mich dort selbst ein paar Wochen drin flüchten kann, was ist danach, wenn ich rauskomme und der Krieg ist beendet? Bleiben wir jetzt beim atomaren Krieg. In der Regel ist dann vorbei, wenn es einen großflächigen Atomschlag gibt. Also ja, lockt einige Leute doch dazu zu sagen, schafft mir einen Hausschutzraum an. Aber auch der konventionelle Krieg, zu sagen, ähnlich jetzt wie leider in der Ukraine ist, zu sagen, wenn jetzt ein konventioneller Krieg in Europa, Mitteleuropa stattfinden würde, könnte ich mich in meinem Schutzraum so weit zurückziehen, während draußen meinetwegen, ich sage mal, militärische Kriegshandlungen, ich sage mal, stattfinden. Einfach der normale Basisschutz. Also der Dritte Weltkrieg ist ein großes Thema, ja, aber da ist man sich bewusst zu sagen, wenn man den langfristig überleben möchte, sind das dann doch finanziell andere Dimensionen teilweise, wo du sagst, da musst du eben große Lagerflächen haben für Nahrung, Wasservorräte, Flächen und Tiefbrunnen. Also das ufert dann quasi aus. Und das könnte ich am Ende dann doch nur einen Großteil der Leute leisten, die doch finanziell stemmen können.
Aber nichtsdestotrotz, der normale klassische Hausschutzraum, egal wie groß oder klein er ist, hält rein von der Konstruktion der Sache stand. Und wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel auch Wasser dort drin und Nahrungsmittel für 2, 3 Wochen oder 4 Wochen, ist es kein Problem, dort die Zeit zu überbrücken, zu überleben. Also das ist jetzt nicht technisch, ist es heutzutage kein Problem. Das ist dann eher, denke ich mal, am Ende aufgrund dieses engen Raums eher ein mentales Problem, was bei den Leuten dann eintreten würde. Das wollte ich gerade sagen. Also wie stellt man sich denn heute so ein Bunker vor? Also ich meine, ich habe vor einigen Jahren, wie gesagt, in der Schweiz mir so den ein oder anderen Schutzraum angesehen. Also irgendwie sind ja diese Räume, haben doch schon eine beengte, bedrückende Atmosphäre. Kann man da was machen? Und empfehlen Sie jetzt auch, was ich ganz wichtig finde, Sie hatten vorhin ja gerade erwähnt, was nützt mir der Schutzraum, wenn ich da reinrenne, zumache und dann habe ich da weder Toilettenpapier noch Wasser. Das heißt, ich verhungere oder werde krank da drin aus anderen Gründen. Also sprich, der reine Besitz des Raums, die Existenz des Schutzraums alleine, damit ist ja noch nicht getan. Und da ist meine Frage, bieten Sie dir dann auch den Kunden dann noch darüber hinausgehende Beratung und Dienstleistung an oder setzen Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, Loch in den Garten, Schutzraum reinsetzen, Erde drüber und dann Schlüssel oder was auch immer, Schlüsselübergabe. Also wie kann man sich das vorstellen, ne? Naja, ich sag mal, die Anforderungen der Kunden, die sind schon extrem gestiegen. Sie haben ja gerade die Frage gestellt, muss ich da so ein dunklen, tiefen Loch sein, alles das dunkel, was ich vorstelle, beklemmt. Also die modernen Hausschutzräume, muss man wieder ausholen, wenn man den nur als reinen Schutzraum hat, sagt er schon, der Name ist ja nur für den Schutz da, für temporäre Zeit. Da ist eben klassisch wie in der Schweiz, die Wände sind aus Beton, sind gestrichen, du hast einen Trocken-WC, hat man natürlich logischerweise, du hast deine Betten, deine Notbetten, dein Wasser, ich sag mal, und alles, was man so braucht zum Leben, plus meinetwegen noch ein Radio etc. Wenn man sagt, okay, ich möchte mich dort länger aufhalten, dann geht das schon in die nächste Stufe. Wir sind mittlerweile wirklich so ein Vollsortiment, da wo die Leute auch beraten, okay, das fängt schon bei der Farbpsychologie an. Dann kannst du selbst mittlerweile virtuelle Fenster einbauen lassen, kannst, sag mal, Wände quasi farblich beleuchten, dass du denkst, du bist draußen im Freien, hast meinetwegen ein positives Foto im Kopf oder das wird dann eben eingespielt. Also die Technik gibt es mittlerweile her, dass man nicht so beklemmende Gefühle hat. Letztendlich muss man sich das dann vorstellen, am Ende wie eine Eigentumswohnung halt unterhalb der Erde, ohne Fenster. Hört sich ein bisschen blöd an, aber so ist es immer dann. Also die Kunden, die wir zurzeit haben, die haben selbst eine Bibliothek drin. Und teilweise auch ein kleines, sag schon, Aquarium, wo die ihre Fische drin haben. Oder wir haben selbst mittlerweile Hundetoiletten im Angebot, weil sie ihre Liebsten auch die Hunde mit runterbringen wollen. Das ist relativ breit gefächert. Du lebst quasi unterhalb der Erde in der Regel und hast aber das Aussehen, wie bei Ihnen jetzt in der Wohnung, wie bei mir als Beispiel. Das kann ja jeder Kunde selbst bestimmen. Klar, redet zum Teil auch der Portemonnaie, aber es sind immer nicht nur Unsummen, die man ausgeben muss, um sich doch vielleicht in einer gewissen Situation wohler zu fühlen, nicht nur so ängstlich an die Decke zu gucken, denken, oh Gott, ich bin hier im Bunker, wie furchtbar ist das Leben. Wir haben jetzt Bunker zum Beispiel zwei von oh, Privatleuten, also wirklich Wahnsinn, so schön ist nicht mal mein Haus, muss ich sagen. Vom Fliesenbelag angefangen und, und. Also da ist schon eine Menge möglich. Also man braucht nicht mehr so eine Angst haben, es sieht alles kalt und grau aus. Aber nochmal, der normale Hausschutzraum, wenn man den im Keller haben, wird ja in der Regel genutzt mehrfach. Das heißt entweder als Hobbyraum oder ich lagere da Vorräte ein oder habe meine Tischtennisplatte, wie auch immer. Und nur Leute, die sagen, ja, wenn der Fälle eintritt, möchte ich da drin auch fließend Wasser haben, die lasse ich natürlich auch einen Tiefbrunnen bohren, haben auch ein Wasserklosett drin mit dem passenden Abwasser. Sind natürlich dann andere Kostenfragen. Auch Notstrom ist ein großes Thema. Wie lange kommt mit Strom aus? Das ist einer der Hauptthemen. Wie lange hält so eine Filteranlage, wenn ich die im Filterbetrieb setze? Also, wir haben einen Kunden, der sagt, möchte da 2, 3 Jahre bleiben. Er muss natürlich dementsprechend Filteranlagen in Reihe schalten. Also, heißt es üblich, wie ich schon mal zu Ihnen sagte, lieber haben als brauchen. Also keiner möchte natürlich mehrere Jahre unterhalb der Erde irgendwo zubringen, aber wenn Messgeräte aussagen, die gibt es eben zu kaufen, wie sieht es draußen aus, kann man quasi raustreten, ist die Luft sozusagen rein, wie auch man immer das bezeichnen mag, dann ist man da eben vorbereitet für seine Anlage intern sozusagen, aber nicht auch extern. Also mittlerweile ist es auch schon so, dass wir Kunden haben, wo es auch so ist, dass spezielle Räume sind, wo Drohnen selbst starten, sagt man, die Beat, ich sag mal, überwachen zu gucken, was ist draußen los. B, haben die natürlich Messer und so, um zu sagen, haben wir eine, ich sag mal, eine chemische Belastung, biologische, wie gesagt, oder nukleare Belastung, das ist heutzutage schon technisch möglich, aber wie gesagt, das sind dann auch Dimensionen, das bezahlen meist dann doch eher Leute, die eben das Portemonnaie dafür haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich stelle mir das gerade vor. Also nehmen wir mal eine Familie mit, sagen wir mal, 2 Kindern. Wie groß berechnet man so eine Fläche? Wie kann ich mir das vorstellen? Also eine vierköpfige Familie, zwei Erwachsene, Zwei Kinder. zwei, also ein kleines und jugendliches Kind. Also was braucht man da für eine Fläche ungefähr? Ja, so der Klassiker. Also wirklich Familie zu viert.
Da geht es schon wieder los, man hat 1000 Fragen im Fragenkatalog. Wie lange möchten Sie sich aufhalten? Was ist der Hintergrund? Wovor wollen Sie sich schützen? Bei mir geht es schon mal los. Dann rein von der Grundfläche, die einem Schutzraum zusteht, da werden Sie ja sicherlich lachen, sind nur 1,1 Quadrat. Das sagt also die alte Bauordnung in Deutschland, ebenso wie in der Schweiz. Also ein Quadrat ist quasi nichts. Warum? Man geht von einem Schutzraum aus, man sich nur temporär zurückzieht. Da liegen ein paar in den Betten, ein paar stehen. Klar, ein Quadrat ist noch nicht für jeden Mann darstellbar. Wenn wir jetzt einen Neubau haben, sagen wir in der Regel, müsste es wenigstens Minimum so 20 Quadrat haben. Warum? Ich sage mal, du hast ja doch eine Toilette, hast einen Vorratsraum und 20 Quadrat ist ja auch nicht so viel, muss man auch ehrlicherweise stehen. Aber es so das Mindestmaß. Und dann geht schon los, wie lange möchte man denn den Raum vorhalten, um dort auszuhalten? Und das ist immer eine wirklich eine große Frage, was kann ich dort einladen in einer gewissen Menge? Also Platz ist immer gut, keine Frage, Platz kostet auch Geld. Deswegen kann man das so pauschal nicht beantworten, aber für 4 Leute mindestens, ich sag mal, dann wirklich 20 Quadrat, um da wirklich mal 1, 2, 3 Wochen auszuhalten. Man sitzt ja auf eng, man darf das immer nicht vergessen und hat ja quasi kaum eine räumliche Trennung. Man kann natürlich die Räume abtrennen mit einem Schlafzimmer, auch bei 20 Quadrat, wo nur ein Bett reinpasst, dass man so ein bisschen Privatsphäre hat, aber liegt an jenem Kunden selbst. Aber so das Mindestmaß. Die meisten, die so für 4 Leute machen, fangen so bei 60 Quadrat an. Ich rede das von der Allgemeinheit, die sagen: Mensch, wenn ich schon einen Keller baue mit einem Schutzraum, möchte ich doch so 60 Quadrat haben, wo ich separat einen Toilettenraum habe, um da meine Privatsphäre zu haben, wirklich vielleicht nur ein, zwei Schlafzimmer, denn einen zentralen Raum, nennen wir es mal wie das Wohnzimmer. Ja, das ist so der Durchschnitt. Größer ist immer besser, aber wie gesagt, das ist ja auch mal mit finanziellen Sachen verbunden. Verstehe. Jetzt stelle ich mir so vor, ich bin jetzt so mit Ihnen im Beratungsgespräch und wie läuft das ab? Wie lange dauert sowas? Also wenn ich jetzt als Kunde zu Ihnen komme und mich dafür interessiere, läuft das über Zoom? Besuchen Sie die Leute vor Ort oder wie passiert denn sowas? Das ist auch sehr verschieden. Also man muss immer viele fragen, wie kommt die Kundschaft zu uns? Also man mag es gar nicht glauben, aber das Internet ist wirklich ein großer Faktor. Also die Leute gucken bei uns auf der Seite oder bei anderen Leuten eben, die ähnliche Sachen anbieten, melden sich dort dann eben erstmal in der ersten Form meist per Mail oder telefonisch. Dann vor allem hat man eben wieder einen Termin vor Ort, je nachdem, wo der dann eben liegt, wie kompliziert. Viele schicken vorab teilweise auch schon ein Video, machen von drin selbst ein Video, was man sich von, ich sag mal, schon mal eine Ferndiagnose darstellen kann, zum Beispiel bei Bestandskellern. Darum geht es jetzt erstmal. Wenn man bei Bestandskellern, Bestandsräumen, wo wir sagen, ja, okay, kann man bauen, kann man nicht bauen. Wenn wir jetzt natürlich einen Neubau, ist klar, brauchst du sowieso einen Architekten, Planer, der dorthin fährt, alles aufnimmt und so weiter. Ist auch breit gefächert, aber das normale, sprich, fängt meist in der Regel am Telefon an, dann per Mail, dann geht das weiter, dann hat man vor Ort per Zoom, macht dann eine Bestandsaufnahme bei Bestandsgebäuden, bei Neubau spricht man über Grundrisse, sind es auf dem Grundstück möglich? Da haben wir in der Regel so einen Fragenkatalog, ob man am Hang baut, in der Nähe vom Wasser, also wirklich sehr, sehr ausführlich. Die Frage muss erstmal beantwortet werden, dann kann man erstmal überhaupt ein realistisches Angebot erstellen, entweder Umbau, Keller, Bestandskeller oder Umbau selbst vom Panikraum im Obergeschoss, die Frage haben wir auch relativ häufig. Dann eben Neubaukeller oder einen komplett neuen Bunker, egal wo, passt da hin, im Vorgarten, Hintergarten. Haben mit der Gasleitung durchgehen. Das ist relativ kompliziert, aber es endet immer mit einem Besuch vor Ort, logischerweise mit dem Kunden, die Sachen abzusprechen, um zu sagen: Okay, so reichen wir meinetwegen auch die Baugenehmigung ein. Ja, okay. Aber eben auch viele Kunden, die sagen: Ja, können Sie auch nur Material schicken? Können wir auch machen. Dann machen wir eben nur Zeichnung und Planung. Gibt es auch. Das sind eben Handwerker, die eben sagen: Okay, kann man das auch selbst einbauen, um mir die Kosten eben zu sparen. Sie sehen ja selber, ihr könnt hier noch eine halbe Stunde über dieses Thema nur reden. Wir haben auch Kunden, die haben wir seit 3, 4, 5 Jahren, die sich jetzt erst entschieden haben, letzten Endes machen wird. Also es ist echt manchmal schon witzig, wo man sagt, Mensch, den hat man schon mal gehabt. Und die haben das Thema nie aus dem Kopf verloren. Klar, und kam erschwerend hinzu der Ukraine-Krieg. Jetzt war man eben bereit zu sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt. Was aber auffällig ist, dass sie in der Zeit sich sehr belesen haben und dann wirklich konkrete Forschung haben, auch in der Größe vom Preis, was sie ausgeben können und wollen. Das macht es dann oftmals leichter nach der Dauer der Zeit. Weil die haben eben genau Vorstellungen, da braucht man auch nicht groß Tamtam machen sozusagen, die wissen genau, was sie wollen, dann wird das eben eingereicht, umgesetzt. Dann hast du Kunden, die immer so auf der Waage sind, sagen, weiß ich noch nicht und überlege mir das noch. Und meistens viele Jahre später entscheiden sich dann doch dafür. Jetzt ist es so zur Zeit, dass eben Kunden, die jetzt einen Neubauantrag stellen für Kellergebäude als Beispiel, doch häufig sich melden und sagen, Mensch, ich habe jetzt einen Antrag zur Baugenehmigung gestellt und habe mir noch überlegt, könnten wir dort noch einen Schutzraum mit integrieren. Ja, dann machen wir mit dem Architekten von dem ausführenden, ich sag mal, Haushersteller, schicken wir die Zeichnung hin und her. Da brauchen wir nicht vor Ort sein, weil der macht die Baugenehmigung für den Keller. Ganz normal, wir reichen nur den Schutzraum ein, malen alles ein, wo was hinkommt.
sehen, das ist relativ breit gefächert. Es gibt nicht den klassischen Kunden, so fängt ein Beratungsgespräch an, so endet es, weil es eben sehr ausführlich ist. Wir haben auch Leute, die können sich ja keinen Schutzraum unterirdisch bauen, weil die Grundwasserverhältnisse ja nicht geben oder Grundstück nicht. Dann haben wir selbst oberirdische Schutzräume, die auch möglich sind. Die eben bauen, sag mal, als Beispiel aus Panzerstahl, machen sie aus viel aus Panzerstahl. Es ist ja nicht immer nur Stahlbeton oder gemauert. Was sind oberirdische Schutzräume, wie so ein Gartenhaus, der dich eben von konventionellen, sag mal, Waffen doch relativ stark schützt. Also machen wir auch sehr, sehr viel. Da steht dann quasi eine Garage oder ein Häuschen in deinem Garten. Der Nachbar weiß nicht, was da angeliefert wurde. Sieht halt aus wie ein Gartenhäuschen. Hat aber auch eine Filteranlage verbaut, hat auch Explosionsschutzventile, hat extrem verstärkte Wände, die ihm selbst einen gewissen Teil Raketentreffern standhalten. Ist schon ein Top-Level. Ja, das ist dann eben NATO-Norm, muss man so sagen. Wir bauen ausschließlich nach der Norm der NATO. Das ist auch bei den, sag mal, bei den Hausschutzräumen im Stahlbeton haben wir Leute, die sagen, ich möchte nicht nur Zivilschutz haben, ich möchte militärischen Schutz. Und in der Regel ist der militärische Schutz immer doppelt so dick. Also wir haben da eben 60er Wände, 60er Decken, 60er Fußboden. Dasselbe haben wir natürlich außerhalb, wo wir nach NATO-Norm bauen. Das ist eben zum Beispiel für transportable Schutzräume, das ist die NATO-Norm STANAG 2280. Da gibt es verschiedene Level, C1 bis C5. C5 ist eben wirklich, wo definiert ist von der NATO aus, welchen direkten Mörserbeschuss 140 mm Granaten so ein Ding standhalten muss. Das hat eben die Bundeswehr im Ausland und die NATO-Streitkräfte, und das setzen sich dann eben Leute privat mit diesem NATO-Standard eben in den Garten, was auch immer dort drin ist. Wir haben selbst Garagen, wo nur Autos drinstehen, so what, sollen die machen, ist ja völlig okay. Haben wir immer noch den Hintergrund, wenn das Auto rausgeschoben wird, sag mal, und es würde draußen krachen, haben die immer noch die Möglichkeit, ich sag mal, sich selbst in so einen Raum temporär zurückzuziehen, falls draußen Splitter in der Luft sind durch Granateinschläge, wie auch immer. Kriegst du natürlich mit der Artillerie einen Volltreffer, ist das Ding weg, da brauchen die überhaupt nicht drüber reden. Aber trotzdem hält das schon richtig was stand. Also 140 mm Unglaublich. Granaten, das ist schon heftig. Und mehr verbaut die NATO an transportablen, nennen wir das mal Schutzräumen, ja auch nicht. Und das hast du privat im Garten. Das nehmen relativ viele Leute mittlerweile, weil es schick aussieht und natürlich noch einen anderen Hintergrund hat. Ist wie so ein oberirdischer Tresor teilweise. Ist multifunktional einsetzbar. Also manche nutzen es selbst als Partyraum, Billardraum. Also die haben schon die deutschen Sachen gebaut. Manchmal denke ich, oh Mann, komplett am Thema eigentlich vorbei, weswegen der hier saß. Aber ist ja eben Spaßding geworden für Männer. Aber ist okay. Interessant. Hat noch Jetzt. interessant, möchte ich mal kurz einwerfen. Doch, eine Sache noch. Jetzt sind es Frauen, die mehr bestellen. Das hatte ich schon mal erwähnt gehabt. Also mittlerweile vorher waren 90% Männer, die gedacht haben, wir bauen. Und jetzt kippt er total. Es sind mehr 90% Frauen, die in dem Haushalt eben sagen, wir machen das jetzt, wir bestellen jetzt einen Schutzraum. Das hat sich extrem gedreht, alleine von der Mentalität. Das ist wirklich verrückt geworden. Ja. Die denken in erster Linie natürlich an die Kinder. Der Mann ist oftmals auf Geschäftsreise, wie auch immer, die wollen Schutzraum haben. Also da hat sich auch ein Bewusstsein auch geändert innerhalb der Familien. Sehr interessant. Wie ist denn das, wie viel Prozent der Kunden ungefähr haben Sie denn in Deutschland und wie viel im Ausland? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ja jetzt bei uns, also unsere Mandanten jetzt zum Beispiel sind ja sehr viele Deutsche, die jetzt ins Ausland ausgewandert zum Beispiel sind. Und die, die in Deutschland sind, sind vielleicht diejenigen, die sich gerade noch überlegen, wann gehe ich Ja. dann doch ins Ausland. Aber wie sieht denn das aus? Also wie viel bauen Sie und sind Sie aktiv im Ausland auch? Gerade für unsere Zuschauer bestimmt sehr interessant jetzt gerade. Na, ich sag mal, bis jetzt waren jetzt immer so im Prinzip 80% in Deutschland, ich sag mal, oder sagen wir so im deutschsprachigen Raum, da zählt für mich natürlich Österreich und auch die Schweiz dazu. Aber jetzt, sag ich mal, wird sich in den nächsten Jahren, denke ich mal, drehen. Wir werden, ich würde mal sagen, 30% noch in Deutschland machen, 70% im Ausland, im nicht-europäischen Ausland. Also da haben wir extreme Nachfragen, weil dort, ich sag mal, die Sensibilität für so einen Krieg noch größer ist als bei uns mittlerweile in Europa. Trotzdem wird hier auch brodelt, müssen wir ehrlicherweise sagen. Aber wir sehen 70% unseres Auslandsgeschäfts wirklich in den nächsten Jahren mehr im Ausland. Man sieht es so anhand auch der Umsätze. Also wenn jetzt jemand bestellt für 100.000, wir stellen die dort mit Dingen. Jetzt sind Bauvorhaben für mehrere Millionen. Das ist eben der Unterschied, weil da teilweise auch mehr Geld vorhanden ist. Da sind es auch deutsche Unternehmer, die im Ausland jetzt schon leben und sagen, ich möchte mir einen Schutzraum hier errichten. Das ist dann natürlich ein Riesenteil in einer Regel. Also das wird sich bei uns nächsten Jahr extrem nochmal wandeln, mehr noch in den sogenannten Export, weil wir auch Auslandsvertretungen haben und nicht nur, ich sage nur in Anführungsstrichen in Europa. Verstehe. Interessant. Jetzt stelle ich mir so vor, ich hätte jetzt, ich wäre jetzt, bin am Überlegen, Ihr Kunde zu werden, habe Ihnen jetzt so gesagt, okay, das ist meine Situation, das ist das, was ich für Anforderungen habe, das ist die Größe, die ich mir vorstelle, dann kommt irgendwo unten ein Preis zustande und dann wird mir vielleicht so bewusst, damit mir diese Investition was nützt, im Ernstfall muss ich natürlich auch zu Hause sein, zufällig, in dem Moment. So, das heißt, das darf man auch immer nicht vergessen, dass ich jetzt sagen wir, eine gewisse Investition habe
Ja, richtig. Und das kann ich mit Ihnen zusammen, also Sie, ich gebe mein Bestes in meinen Ideen, wie ich das Ganze vorbereite, Sie geben Ihr Bestes und dann bin ich aber da gerade zu weit weg von zu Ich Hause. verstehe. Was sagen Sie mir jetzt als Kunde? Also würde mich interessieren, wie Sie mich jetzt beruhigen, sagen, nee, nee, so, also versuchen Sie mal. Also den kann sie als Kunde ja nicht beruhigen, weil das Thema Zeit ist immer das Entscheidende. Also erstmal muss der Kunde selber wissen, ob er generell darüber nachdenkt. Zweitens ist Ja. natürlich wichtig Zeit. Also wenn wir jetzt mal wirklich von, ich sag mal, konventionellen Waffen ausgehen, weiß man, der Krieg ist in Europa und kann ich mich vorbereiten. Schlimmer sind natürlich die Sachen, auf die sie ansprechen. Ich sag mal, irgendwelche Interkontinentalrakete, die innerhalb von wenigen Minuten jeden Ort des Festlands weltweit erreicht. Dann ist wie so der Drops gelutscht. Entweder du bist gerade wirklich in der Nähe von deinem Objekt, wo du investiert hast, eine Menge Geld, um den wirklich dann auch zu nutzen, oder du hast, ich sag's mal, du hast Pech gehabt. Das ist dann halt so. Also wir haben viele Kunden, die haben verschiedene Standorte, aber auch mittlerweile, bieten selbst andere Sachen an, mit jetzt mal so kurz ein bisschen so darzustellen. Wir machen jetzt zum Beispiel einen großen Bunker in einer deutschen Großstadt, so viel kann ich sagen, da gehen 1300 Leute rein. Und die werden eben auch vermarktet, eben privat sozusagen, entweder in der Vermietung im Verkauf. Ist nur, damit fängt es an. Das machen wir zum Beispiel in der ganz Deutschland, in allen großen Städten, wo ein großer Flughafen in der Nähe ist, ob das jetzt Köln ist oder Düsseldorf, Frankfurt am Main. Wenn diese großen Bunker entstehen, wo Leute, ich sag mal, sich temporär einmieten, kaufen können, wie auch immer, auch in Berlin natürlich, bei uns hier vor der Haustür ähnlich. So eine Art Aber Airbnb-Bunker dann oder sowas. wäre auch nochmal eine Geschäftsidee. Ja, das ist aber wirklich so, bei diesen Leuten, die haben eben den Vorteil, die bei uns dann eben Kunden sind, die kommen zurück ja zum Thema, keine Sorge, dass die von uns natürlich dann auf den aktuellen Stand gebracht werden. Von der Sicherheitsauswertung, was ist momentan in der Welt los? Es gibt schon spezielle Algorithmen, Programme, die jeden Tag alle durchleuchten, wie sieht die Weltsituation aus? Ähnlich wie beim Militär, so eine Strategieverfolgung. Unsere Kunden, die dann sagen, okay, wie sicher kann ich sein? Kannst du dir nie sicher sein? Gibt keinen 100%igen Schutz. Wie wahrscheinlich kann ich auch an meinem Fluchtort sein, wenn man schon die gewissen Signale und Zeichen deutet? Wenn es sich immer weiter hochschaukelt, nehmen wir mal die Kuba-Krise und zum Beispiel jetzt, dann sollte man sich schon möglichst irgendwie in der Nähe von seinem Heimatort oder seinen Schutzraum hat, irgendwo möglichst aufhalten. Hat man nicht die Möglichkeiten, ja, dann ist es halt so. Da müsste man sich eben gucken, gibt es öffentliche Schutzräume, die sehr, sehr rar gesät sind in Deutschland, fast gar nicht mehr existieren, da hast du kaum eigentlich eine Chance. Oder eben du bist in so einem Verbund wie bei uns, wo du sagen kannst, du kannst eben auf, sagen wir mal, 10, 20 Standorte zurückgreifen, weil du eben meinetwegen ein Geschäftsreisender bist, sagst, ich bin morgen dort und mal morgen dort, mal da, dann hast du die Möglichkeit, Schutzräume aufzusuchen, die in deiner Nähe sind. Aber wie gesagt, innerhalb von 8 Minuten ist es oftmals logischerweise sehr schwierig, weil du bist im Stau, ist Verkehr, wie willst du da noch hinkommen? Aber die Frage kann ich auch niemanden nehmen als kritische Frage. Das ist halt einfach so. Am besten ist klar, du bist in der Nähe von deinem Schutzraum, um das zu überleben. Aber es muss ja aber nicht nur wirklich der Atomschlag sein, weil, mal ehrlich, es kann auch selbst passieren, wir haben ein Kraftwerksunglück. Belgien in den Atomkraftwerken ist relativ oft, sag ich mal, Störung, nehmen wir es mal so. Und dann werden wir in Köln überall Jodtabletten verteilt. Das ist immer so ein super Signal, dass wir irgendwas ausgetreten, was nicht so günstig für die Gesundheit ist. Und selbst sowas nutzen dann eben Leute für ihre Schutzräume zu sagen, ich mache meine Filteranlage und brauche erstmal in den nächsten 1, 2 Tagen nichts einatmen von dem Kram, wenn es denn durch die Luft fliegt oder ähnlich Tschernobyl. Das ist immer nicht nur der Krieg, aber der Krieg ist immer das Problem, Zeit bei, ich sag mal, Hyperschallwaffen oder wirklich Interkontinentalraketen. Wenn du nicht da wirklich vor Ort bist, hast du wirklich keine Chance. Oder du bist eben rechtzeitig, ich sage mal, in Ländern unterwegs, meinetwegen Südafrika ist ein großer Punkt, oder Neuseeland, wo viele Reiche eben bauen, weil es eben wirklich weit weg ist von dem wahrscheinlichsten Szenario eines Atomschlages, wo die, ich sage mal, eine Welt noch, nennen wir es mal so, in Ordnung sein könnte. Aber selbst den Reichen trifft das Problem, bin ich nicht gerade vor Ort, da bin ich gerade in der Luft, kann ich genauso ein Pech haben. Also du kannst dich davor nicht 100% absichern, wenn es aus dem Nichts passiert. In der Regel deutet sich das ja immer an, wenn es sich hochspult. Ähnlich jetzt wie Nordkorea, die immer, ich sage mal, aggressiver vorgehen. Man sieht ja eben, den Konflikt steigert sich. Oder ein Problem selbst bei uns in Europa, Balkan. Das sind altungeklärte Probleme, da wird es kein Nuklearschlag sein, aber selbst da könnte es ein Krieg wieder kommen, weil eben Serbien in Kosovo meinetwegen langfristig nicht akzeptiert und sagt, okay, du gehörst zu Serbien, das sind überall so Punkte, die können jederzeit explodieren. Hast du auf jeden Fall den Vorlauf zu sagen, okay, ich bin in der Nähe von der Heimat, weil konventionell passiert nicht so schnell, ich sag mal, an Raumgewinn, an Zeitgewinn. Zeit ist wirklich ein Problem mit Interkontinentalraketen, von wo auch abgefeuert, fest, U-Boot, aus der Luft, wie auch immer, dann hast du echt ein Problem, wenn du nicht wirklich vor Ort bist, dann hat sich, denke ich, aus meiner Sicht auch erledigt. Alles andere konventionell deutet sich das ja an. Also ich kann ihnen die Angst da auch nicht nehmen, die muss sich jeder selber wirklich beantworten. Es gibt nicht den 100%igen Schutz. Aber trotzdem, lieber, sagte ich schon mal, haben als brauchen.
Das macht trotzdem gute Gefühle im Kopf, wenn man, sagt mal, so eine Räumlichkeiten hat, für sich und seine Familie mal zum Teil vorbereitet. Man muss sich immer nur vom Bösesten aussehen. Also das ist einfach so. Absolut, ne? Und im schlimmsten Fall ist dann vielleicht wenigstens ein Teil der Familie, ne, gesichert, Naja, wenn oder so, ja. einer gerade Oder. unterwegs ist, ne? So ist schon. Jetzt gibt es ja dann immer so welche, die sagen, ah, das ist alles nur Panikmache, wie auch immer. Ich vertraue da jetzt mal dem Staat, dass der eigentlich für seine Bürger sorgt. Wir hatten ja eingangs schon ganz kurz das Thema gesprochen. Wie sehen Sie denn das? Also macht der Staat was? Sollte man vielleicht, kann man sich doch zurücklehnen und sagen, na, der Staat kriegt es ja auch mit, was jetzt gerade so läuft, dass da Krisen vielleicht mehr drohen in Zukunft, vielleicht auch die Kriegsgefahr steigt. Das heißt, ich vertraue jetzt mal, dass der Staat Zugang zu Bunkern ermöglicht, vielleicht alte Schutzräume wieder renoviert. Wie sehen Sie das als Experte? Sie sind ja da viel näher dran als wir jetzt. Was macht der Staat und kann man von dort Hilfe erhoffen? Nee, können Sie sich aus dem Kopf schlagen, null Hilfe. Können Sie wirklich abhaken, sage ich so, wie das ist. Hier ist es wirklich private Vorsorge auf den Staat, könnte ich, was dieses Thema betrifft, können wir abhaken, absolut zu 100%. Wir sehen ja selbst, wo noch der Ukraine-Krieg anfing, man darüber nachgedacht hat, die letzten 600 Bunker nicht zu verkaufen, ist man vielleicht heute dabei gewesen, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Man sieht es ja mal daran, im gesamten Bundeshaushalt für 2024 stehen 3 Millionen Euro bereit, um Bestandsaufnahme zu machen. Was sind denn 3 Millionen, wenn irgendwelche Fahrt wie im Peru für 300 Millionen gebaut werden? Die sehen mal an, die Relation, das können sie abhaken, das wird hier auch nie passieren. Ich sage mal, selbst unsere Bundesinnenministerin sagt, wir brauchen keine Bunker mehr, das ist alles Schwachsinn, da kommt ein paar Notstromgeräte hin, da kannst du dich ja hinwenden, dass du einen Strom hast und Ende Gelände. Alle Verbände, gibt ja genug Verbände für baulichen Bevölkerungsschutz, kritische Infrastruktur, die waren schon seit Jahrzehnten. Wenn der Tag der Tage kommt, ist vorbei, da können sie abhaken hier. In dem Land kannst du das echt vergessen. Punkt. Entweder du bereitest dich selber noch vor und glaubst an dich selbst, aber brauchst dich nicht auf den Staat verlassen. Du kannst froh sein, wenn unsere Armee, sprich die Bundeswehr, halbwegs ausgestattet wird, dass sie wirklich die Landesverteidigung übernehmen kann. Da sind wir schon ganz gut da vorne dabei. Aber im zivilen Bereich kannst du das komplett abhaken. Da wird auch nie was passieren, aus meiner Sicht. Da wird das schön für die Politik, für die Blase, wir tun und wir machen. Auf Deutschland einen Sch*** machen, die werden ja nichts machen. Da wird auch nie was passieren. Wenn da nicht ein Bewusstsein eintritt. Jetzt redet man, jeden Tag gucken wir in der Presse, wir müssen 5 bis 8 Jahren kriegsbereit sein, kriegstüchtig sein. Das ist alles nur Phrasen. Und vielleicht schaffen wir es mal ein bisschen mehr Munition zu produzieren, dass mal 3 Panzer mehr fahren, aber mir wird es ohne sein. Aber für den zivilen Schutz, da wirst du nie was von hören, wird nicht passieren. Diese kritische Infrastruktur, die geschützt wird, wird, wenn, was schon schön wäre, maximal sein, unsere Stromnetzversorgung, Telekommunikation, die Krankenhäuser. Selbst da sind wir mittlerweile auf so einem schlechten Level. Fangen wir jetzt ja nicht an von zu reden, das ist furchtbarstet. Also private Schutzräume, Bunker ist die einzige Lösung. Wir können froh sein, wenn wir es irgendwann mal schaffen, innerhalb der BRD zu sagen, unsere Krankenhäuser sind resilient für eine gewisse Zeit, nicht nur für 3 Tage, wenn der Strom aus ist, Batterie alles, die auch mal ein paar Wochen halten. Das ist schon fast ausnahmslos unmöglich. Da können wir schon froh sein. Wie gesagt, privat können wir das abpacken. Die 600 Bunker, die gehen heute schon schriftlich, die werden in den nächsten 10 Jahren nicht angefasst. Die bleiben dann verrotten und das war's. Wenn man sagt, okay, da passt meinetwegen 1 Million Menschen rein und das ist nur 0,8% der Bevölkerung, mag ja alles sein, aber trotzdem wäre das doch schön, wenn jeder Landrat oder jedes Rathaus, selbst in Deutschland, wo teilweise Schutzräume Bestand sind, die gibt es schon seit Jahrzehnten, die sind zugemüllt, da sind Akten drin, das wird eigentlich mehr refreshed, das bleibt dann halt so und seh zu, wo du bleibst, Punkt. So sieht das nun mal aus. Wir haben ja noch Gespräche auch mit Bürgermeistern, Landräten, die von sich aus machen, die selber schon vor Jahren erkannt haben, vor dem Ukraine-Krieg selbst. Wir werden diese Räumlichkeiten wieder auffrischen, refreshen, wieder in Ordnung bringen, weil wir unserer Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft Zutritt für meinetwegen 80, 100, 500 Leute gewähren wollen. Das ist immer eine private Geschichte, wie sich der Bürgermeister, der Landrat oder meinetwegen auch der Ministerpräsident des eigenen Bundeslandes dafür einsetzt. Das ist wieder nur eine private Kiste, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wie weit intensiviere ich meine Bemühungen und bleibt da dran. Wenn die nicht da sind, kein Interesse ist, dann ist da auch null. Absolut, ja. Ja. Nachvollziehbar. Dann, ja, also entweder selber in die Hand nehmen oder in die Schweiz auswandern oder noch weiter Schweiz weg. Beispiel, ja, oder nach Ja, Finnland, genau, hier wenn im man in die Schweiz Hennebauer. auswandert, hat man am schnellsten Zugang wahrscheinlich dann zum Schutzraum oder man nimmt es halt selbst in die Hand und wird bei Das den stimmt. Kunden. Jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Frage und zwar, also ich bin ja auch Vater. Gut, meine zwei Töchter sind jetzt natürlich sind schon mittlerweile verheiratet, aber ich stelle mir gerade so vor, wie es war, als sie noch klein waren. Und ich stelle mir jetzt vor, ich wäre mit meinen zwei Töchtern, also alleine schon 3 Tage die Vorstellung,
geschweige denn länger, in so einem Schutzraum. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch gewisse psychologische Herausforderungen, wenn man halt den Bunker dann nutzt und man muss sich wahrscheinlich, denke ich, auch immens Gedanken machen vorher, wie verbringe ich dann meine Zeit da unten? Also was mache ich denn da? Und Richtig, meine richtig. Frage ist einfach, ob Sie, gehört sowas auch zu Ihrem Programm? Also schaffen Sie da bei Ihren Kunden auch die gewisse Awareness, also dass Sie sagen, also Sie hatten ja vor uns gesagt, also Wasser braucht man, Nahrung braucht man, ein Radio, aber man braucht ja vielleicht noch ein paar andere Dinge da unten drin. Übrigens vielleicht nicht nur dafür, für die Kinder zu beschäftigen. Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz ein paar Dinge erwähnen, die zur Ausstattung jetzt aus Ihrer Erfahrung gehören sollten, außer dem Wasser, der Nahrung, Toilettenpapier und dem Radio. Ja, also im Prinzip ja, die Kunden fragen natürlich mehr nach, weil sie sich ja mit auch nicht groß beschäftigen wollen. Die sagen, haben Sie einen Ratschlag? Dann sagen wir zum Beispiel für die Kinder, du solltest immer, ich sag mal, Brettspiele da haben, einfach um die Zeit auch totzuschlagen. Es gibt selbst beim Bundesamt für Katastrophenhilfe und Zivilschutz gibt es auch so Parameter, was man dabei haben sollte, um sich die Zeit zu vertreiben, so blöd sich das anhören mag. Ernsthaft, da gibt es also auch ein Dokument dazu. Ja, Ich unbedingt verlinken hiermit. habe Genau. ich schon mal gelesen, aber wie gesagt, klassisch ist eben wirklich, Strom müsste kein verbrauchen, also nicht mit Handy und Datteln verbraucht Strom. Strom ist kostbar, um zu sagen, du hast Licht in deinem Bunker, aber Licht ist ein ganz wichtiges Element, damit eben, ich sag mal, die Notbatterien, Notstromaggregate eben nicht überlastet werden. Also Brettspiele, so das A und O. Und alles, was man mit Kindern, ich sag mal, mit der Hand macht, ob das jetzt ein Würfel ist oder das Ecke Lego-Bausteine, einfach um die Zeit totzuschlagen. Da heißt es wirklich Bücher lesen für Erwachsene. Ansonsten Notfallausstattung ist immer auch wirklich so ein Notfallrucksack haben wir. Wir haben selbst so eine, hört sich ein bisschen verstörend an, auch normale Gasmasken da für Kinder, für Erwachsene, wenn draußen immer noch Verunreinigungen sind. Wir haben selbst Kunden, die wollen Schutzanzüge haben. Wir haben selbst Kunden, die haben Schusswesten drin, falls draußen der Bär steppt sozusagen. Das ist so die Grundausstattung, weil viele immer mehr abfragen, bis zur Nahrung, vegane Nahrung, Langzeitnahrung für 10, 20, 30 Jahre. Das wird eben so ein Grundpackage, aber um die Zeit, ich sag mal, zu überbrücken, ja, da musst du natürlich irgendwo mental stark sein. Da müssen die Familien untereinander viel mehr mit Zeit miteinander verbringen, als sie heute alle tun. Heute sitzt ihr an ihrem Pad oder im Handy, spielen, Kinder redet miteinander. So, dann treffen die auf einmal in dem Raum aufeinander und wissen mit sich ja nicht anzufangen. Da wirst du das erste Mal Konflikte sehen, dass die Familie wie zu Weihnachten Absolut. miteinander erstmal wieder redet überhaupt. Man muss davon wirklich aussehen, wir müssen miteinander uns jetzt wieder gegenübersetzen, miteinander reden, kommunizieren. Das fällt schon vielen schwer. Also da kann ich ohne die 100% den Tipps geben, aber wirklich alles, was so um Lesen rum geht, wirklich Brettspiele, das ist so einer der Klassiker, die wir haben bei uns in allen großen Schutzanlagen, wo Bibliotheken drin sind, um einfach sich, sag ich mal, so ein bisschen so einen Freiraum zu schaffen, aber trotzdem miteinander zu kommunizieren wie in einem Wohnzimmer. Was hat man so im Wohnzimmer? Okay, in der Regel sind das irgendwelche Spiele, um die Zeit totzuschlagen. Oder wie beschäftigt man die Kinder? Nicht nur mit einem iPad. Nein, klassisch mal was bauen, wie auch immer, sind die natürlich älter, haben die eigenen Interessen. Ja, da weiß ich nicht, wenn man 13, 14 ist, was ich da meiner Tochter erzählen soll, was die gerne hätte im Schutzraum. Wir sind ja auch nicht allwissend, aber das muss auch jede Familie selber für sich feststellen. Ja, wo sind die Interessen meiner Kinder oder meiner Oma, meines Opas, was würde der gerne haben? Sind ja mal nicht nur die Kinder. Mancher sagt, oh, ich möchte meine Nachbarn drumbringen und da bringen wir auch immer. Also kann ich so ja nicht beantworten, aber prinzipiell Brettspiele, alles, was damit so zu tun hat, um die Zeit totzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist immer ratsam dabei zu haben. Interessant, ja. Gut, dass wir darüber auch noch gesprochen haben. Genau. Dann habe ich noch zwei Fragen zum Schluss, lieber Herr Piede. Und zwar, welche Entwicklung erwarten Sie denn in Zukunft im Bereich des Bunkerbaus? Also wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft blicken von heute. Auf unser Land bezogen, Europa oder allgemein, muss man jetzt schon Ja, wie eingrenzen. geht's? Also wie geht's weiter? Wird es, sehen Sie, dass das Interesse eher nach unten geht, dass es nach oben steigt? Oder was passiert? Vielleicht auch ändert sich irgendwas im Bereich des Bunkerbaus? Oder ja, wie schauen Sie in die Zukunft? Also in den ganzen NATO-Mitgliedsländern steigt das extrem an. In den nächsten Jahrzehnten würde ich behaupten, in Deutschland, unsere Bevölkerung, ja, die ist halt nicht so ängstlich. Da wird es auf einem gewissen Level verharren, nennen wir es mal so. Wo extrem viel gebaut wird, ist eben wirklich, sag ich mal, im Nahen Osten. Da sind eben kritische Infrastruktur. Wenn dort ein Krankenhaus gebaut wird, eine Schule, haben die gleich Schutzräume mit drin. Ähnlich wie in Israel. Also ich sag mal, da wird es die nächsten Jahre nochmal einen extremen Boom nach oben gehen, dass jede Gebäude, U-Bahn-Schächte, also mit großen Toren geschützt werden, um dann große Bunker zu haben, Schutzräume. Da wird es zum Tagesgeschäft gehören, ähnlich wie in Finnland, ähnlich wie in der Schweiz. Also ich denke mal, es wird weltweit einen richtigen, ja, Boom auf Staatlerseite ausgeben, zu sagen, wir schützen unsere Bevölkerung. In Singapur ist es stark vertreten, dass fast jedes Gebäude schützt. Und das wird auch extrem zunehmen, auch in Europa. Man sieht es auch selbst in Ländern wie Rumänien, Bulgarien, die nur finanziell bei weitem nicht so stark sind wie Deutschland. Da ist das Bewusstsein viel, viel größer, dicht an der Ukraine zu sein. Da gibt es richtig große Bauprogramme, Staatlerseits. Also da wird richtig was passieren, auch Polen ganz extremst. Zur Grenze zu Ukraine, die bauen staatlicherseits aus, plus privat. Das wird schon
wirklich zunehmen. Für Deutschland, ja, mag ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ich denke, wird das eher verharren auf dem Level. Es sei denn, würde irgendwann mal ja so ein Passus kommen, zu sagen, okay, wir fördern jetzt so einen privaten Schutzraum, ähnlich wie in der Schweiz, und dass Leute dann sagen, ich mache das, wie bei der E-Mobilität Prämie als Beispiel. Oder die sagen, gibt eine Schutzraumpflicht, wird es nie geben, hier denke ich nicht. Aber die Leute sehen ja hinter Fernsehen, oder gestern Abend war das ja auch wieder mit Herrn Trump, der gesagt hat, okay, wer seine Rechnung nicht bezahlt, sprich NATO-Mitgliedstaaten, ihr 2%-Ziel nicht erreichen, ihr beschützt da nicht, ich sollte Leute sich wirklich auch ernst nehmen. Also heißt es nach wie vor, muss ich privat schützen, Staat eher weiter aus, sehe ich hier eher schwarz. Aber weltweit gesehen wird extrem zunehmen. Große Schutzbunker zu bauen, wo wirklich ein gewissen Teil von der Bevölkerung reingeht. 1000 Plätze, 2000, 3000 Plätze. Die werden aber in der Regel so gebaut, dass sie multifunktional sind. Das heißt also, ähnlich wie in Finnland, oben hat einen Sportplatz, unten hat eine Tennishalle. Die sind eben so vorbereitet, rein baulich, dass alle Bestand erfüllen eines großen Bunkers, Schutzraums. Aber wird zu 90% im zivilen Bereich eben genutzt für was auch immer, Kindergarten, Schulen etc. Das ist Stand. In allen anderen Ländern wird das so kommen und sind ja auch schon dabei. Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, stellt sich dann natürlich die Frage nach der Triage, ne? Das heißt, es wird ja nie für alle reichen, ne? Also da fragt man sich dann, wie wird denn das, wie ist denn das so ein Mitglied pro Familie oder wie muss man da bestimmte Berufsgruppen oder wie auch immer das dann läuft, aber das ist ein ganz anderes Thema, denke ich, ne? Triage ist ein ganz anderes Thema. Das hat man ab und zu mit Leuten, mal sagen können, öffnen den Schutzraum. Ja, da denke ich so, wer als erster kommt, halt dann als erster, wenn ich die Stranne bin, bin ich am Schutzraum, einen öffentlichen sozusagen, dann habe ich den Platz gewonnen sozusagen. Wenn ich der Letzte draußen vor der Tür bin, die machen zu, dann habe ich halt Pech gehabt. Da kann es auch bitter sein, die Tochter steht draußen vor, die Eltern sind drin. Das mag ich mir nicht ausmalen, ist auch nicht mein Thema. Ja, nee, ist ein bisschen mein Thema. Ich möchte nicht entscheiden. Genau. Jetzt noch vielleicht so eine letzte Frage. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer, Zuhörer sagt, ich will jetzt gerne mehr wissen oder das könnte für uns in Frage kommen. Also was raten Sie jetzt jemandem so, in welchen Schritten soll er jetzt das Thema angehen, um zu entscheiden, was er macht für sich selbst? Na, wenn er generell darüber nachdenkt, zu sagen, muss ich wieder aus müssen, habe ich ein Bestandsgebäude, damit fängt es ja an, das wird relativ leicht erklärt, dann kann er eben uns, ich sage mal uns zum Beispiel oder andere Kollegen anschreiben und sagen, okay, ich möchte ja einen Schutzraum errichten, was ist dort möglich? Wir haben den und den Bestand, ist er gemauert, ist er aus Stahlbeton, dann kann man relativ zügig dort, ich sage mal auch weiterkommen, sprich ein Angebot darstellen. Neubau, wenn er jetzt ein Einfamilienhaus baut oder ein Mehrfamilienhaus mit Keller sozusagen, ja, da müsste er sich rechtzeitig melden, denn nachträglich sind diese Komponenten schwer zu verbauen, gerade in Stahlbeton, wenn sie rechtzeitig melden zu sagen, könntet ihr hier noch einen Raum abtrennen aus eurer Sicht? Ja, das nächste wegen kompletter Neubau, nur als eigenen Bunker, klar, das ist irgendwo immer das Leichteste, ob aus Stahl oder Stahlbeton, werden eben ganz normal Zeichnungen erstellt, wird ein Angebot erstellt, geht auch relativ zügig, man wartet da auch nicht wochenlang, man weiß gleich, kann ich es mir irgendwo leisten oder will ich es mir leisten oder nicht, das geht relativ schnell und unkompliziert. Also das ist sehr, sehr verschieden, wie gesagt, Bestand. Auch wenn wir denkmalgeschützte Objekte haben, haben wir genauso. Darf ich überhaupt eine Wand rausnehmen? Darf ich überhaupt eine Wand zusätzlich dort einziehen? Das sind auch so Themen. Muss ich mit der Behörde das absprechen? Hatten wir auch schon mehrmals gehabt. Also, das ist auch sehr, sehr breit. Am besten wirklich erstmal sich melden, am besten per Mail, telefonisch erstmal mitteilen, was hat man so für Gedanken im Kopf? Wovor möchte ich mich denn schützen? Ist es im Obergeschoss, ist es im Untergeschoss? Weil, wie gesagt, Schutz ist allgegenwärtig. Also, das ist ja ein breites Spektrum. Und dann kann man jetzt schon eingrenzen, wo es hingeht. Und dann kann man auch die CT Fragen diesen Leuten stellen, sprich die Fragenkataloge, wo man praktisch schon einen Haken dran macht, ausfüllt, was man so denkt. Dann hat man schon eine Vorauswahl. Und dann kriegt der Kunde relativ zügig auch eine Antwort dazu, wie wir das sehen als BSSD. Okay, Ja. ja. Dann werden wir gerne Ihre Kontaktdaten einblenden, damit interessierte Zuschauer, Zuhörer sich direkt an Ihr Unternehmen wenden können. Wird direkt hier unten eingeblendet. Und ich kann nur eins sagen, lieber Herr Piede, vielen Dank. Also war Ja. ein sehr interessantes Gespräch und sind wir mal gespannt. Können unsere Zuschauer, Zuhörer nur bitten, alle Fragen, Kommentare gerne auch zu hinterlassen. Also in die Kommentare zu schreiben, wir leiten das dann weiter oder Sie können es direkt beantworten, auch bei uns auf dem Kanal. Und dann, ja, der Satz, den Sie gesagt haben, den kann ich dann nur noch mal wiederholen. Es ist besser, sowas zu haben, als zu brauchen. Hoffen wir alle, dass wir es nie Richtig. brauchen. Genau, Aber richtig. auf alle Fälle fühlt sich eben der eine oder andere viel besser, wenn er es hat. Richtig. Ist nicht In für dem jeden Sinne. was, aber ein Großteil der Bevölkerung fühlt sich damit einfach besser. So Ja. ist es. Okay, Genau. alles klar. Mehr kann ich nicht sagen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.